Egal ob Strickanfänger oder Fortgeschrittener, ein Tuch zu stricken ist immer eine super Idee und in diesem Video zeige ich dir drei Tücher, die ganz einfach nachzuarbeiten sind, auch für Anfänger. Gründe, Tücher zu stricken, liegen eigentlich auf der Hand. Erstens, es ist zeitlich überschaubar, man bindet sich kein Wochen- oder monatelang dauerndes Strickprojekt ans Bein. Zweitens, es ist finanziell überschaubar, man kann auch erstmal ausprobieren und muss nicht gleich die teuerste Wolle nehmen. Drittens, man kann sofort loslegen. Man braucht keine Anleitung, man braucht keine Maschenprobe. Tücher fangen mit so wenig Maschen an in der Regel, dass wenn einem das nicht gefällt, das hat man schnell wieder aufgetrennt. Viertens, man muss nicht auf Maße achten und muss sich nicht sorgen, ob das hinterher passt, weil Tücher passen eigentlich immer. Fünftens, es kommt auch nicht auf Regelmäßigkeit oder sauberes Strickbild an. Wenn mal eine Masche schiefer wird oder größer oder kleiner, ist das überhaupt nicht schlimm. Das sieht hinterher beim Tragen kein Mensch. Und sechstens, man hat sogar noch was Tolles hergestellt, was man hinterher benutzen und tragen kann. Ich für meinen Teil habe immer ein oder zwei Tücher in Arbeit, die ich überall mit hinschleppe. Ich bin übrigens Claudia, internationale Strickdesignerin und freue mich immer sehr über eure Abos meines Kanals. Fangen wir direkt an mit Tuch Nummer 1. Ist ein klassisches Dreiecktuch von der Spitze aus gestrickt und man kann Fransen dran machen, muss man aber nicht. Man kann es in Uni stricken oder in einem bunten Garn gut zu gebrauchen, gut zu tragen. Sehr einfach dabei. Bei Tuch Nummer 1 fängt man unten in der Spitze an, macht dann Zunahmen und es verbreitert sich symmetrisch. Ihr könnt, wie gesagt, die Fransen weglassen. Ihr könnt dünne oder dicke Wolle nehmen, ganz wie euch das gefällt, und passt die Stricknadel dann an eure Wolle an. Ihr schlagt im Kreuzanschlag drei Maschen an. Die erste, zweite, dritte. Und ich zeige euch jetzt die einfachste Variante dieses Tuches. Ihr strickt nur rechte Maschen. Das ist die erste Reihe. Wenden. Und jetzt wird nur mit rechten Maschen weiter gestrickt und ihr verdoppelt die Randmaschen, indem ihr einmal von vorne und einmal von hinten heraus strickt. Randmasche wieder verdoppeln, einmal von vorne, einmal von hinten. Wenden, Rückreihe ohne Zunahmen, aber nur mit rechten Maschen. Wenden, es kommt wieder eine Hinreihe. Die erste Masche wird verdoppelt, einmal von vorne heraus, einmal von hinten heraus, stricken, dann von der Nadel lassen. Rechte Maschen stricken bis zur letzten und diese dann wieder verdoppeln. Einmal von vorne, einmal von hinten. Wenden, es kommt wieder eine Rückreihe ohne Zunahmen. Und das ist auch schon das Tuchprinzip. Mehr müsst ihr euch nicht merken. Und dadurch, dass ihr nur rechte Maschen strickt, entwickelt sich ein krauses Strickbild. Und ihr braucht keine Sorge haben, dass sich die Ränder rollen oder so. Und das Tuch strickt ihr so lange, bis es euch groß genug ist. Dann werden alle Maschen normal abgekettet. Durch Stricken, Stricken, Überziehen. Und das Abketten macht ihr schön locker, damit man das Tuch später gut binden kann. So, wenn ihr die Variante 2 stricken möchtet mit Fransen und in glatt rechts wie hier, dann schlagt ihr wieder drei Maschen an. Fangt jetzt mit einer Hinreihe an, verdoppelt die erste Masche, strickt eine Masche rechts und verdoppelt die letzte Masche. Wendet und strickt die Rückreihe mit linken Maschen. Wenden. In der Hinreihe wird wieder die erste Masche verdoppelt. Dann kommen rechte Maschen bis zur letzten Masche, die dann wieder verdoppelt wird.
Rückreihe ohne Zunahmen, also ohne Verdoppeln, nur mit linken Maschen. Dadurch entwickelt sich ein glattrechtes Strickbild. Es geht ein bisschen schneller voran als bei dem krausrechten Strickbild. Aber die Tuchform bleibt die gleiche und auch das Abketten bleibt gleich. Wenn ihr noch Fransen einknoten möchtet, dann schneidet ihr euch Wolle ab, legt das vierfach zum Beispiel, zieht das durch eine Randmasche durch, so wie man halt Fransen macht, anziehen und ein bisschen verschneiden. Die Abstände könnt ihr frei wählen, wie es euch gefällt. Und ich finde ja auch manchmal so kleine Fransen auch hübsch. Die müssen ja nicht immer so lang sein. Tuch Nummer 2 ist auch sehr, sehr einfach. Es strickt sich asymmetrisch, was den großen Vorteil hat, dass es interessant aussieht, weil die Streifen der Wolle asymmetrisch laufen und es lässt sich auch sehr schön binden. Kann man in Uni stricken oder in einem Verlaufsgarn. Beides möglich. Beim Tuch Nummer 2 fangt ihr auch in der Spitze an, aber nehmt nur an einer Seite zu. Der Anfang der Hinreihen wird gerade gestrickt, ohne Zunahmen, und am Ende der Hinreihe kommen die Zunahmen. Es wird auch in Kraus rechts gestrickt und ihr könnt wieder jede Wolle nehmen, die euch gefällt, Uni oder Verlaufsgarne, und passt wieder die Nadelstärke eurer Wolle an. Ihr fangt an wieder mit 3 Maschen im Kreuzanschlag, wendet und seid jetzt direkt am Anfang einer Hinreihe. Dort wird noch nicht zugenommen, es wird nur mit rechten Maschen gestrickt. Also ein rechts und die letzte Masche wird verdoppelt. Wenden, Rückreihe, nur mit rechten Maschen stricken, ohne Zunahmen. Wenden ist der Anfang der Hinreihe, keine Zunahme, also nur rechte Maschen stricken bis zur letzten Masche. Diese letzte Masche verdoppeln, einmal von vorne, einmal von hinten. Wenden, Rückreihe stricken, nur mit rechten Maschen ohne Zunahmen. Viele Garne sehen da richtig toll drin aus. Hier sind 2 Garne verstrickt, ein unifarbenes und eins mit Verlauf. Aber auch komplett in Uni sehen diese Tücher auch super toll aus. Also denkbar einfach, wenn das Tuch dann groß genug ist oder eure Wolle ist aufgebraucht, dann könnt ihr abketten, ganz normal wie gehabt, stricken, stricken, überziehen. Das war Tuch Nummer 2. Und Tuch Nummer 3 ist auch ein Dreiecktuch. In einem besonderen, aber nicht so schwierigen Muster ist schon das aufwendigste der 3 Tücher, aber es lohnt sich, weil das Ergebnis sieht ziemlich klasse aus. Und ich habe mir dieses Tuch schon ganz oft nachgestrickt. Es geht auch in Verlauf oder in neutraleren Farben. Wenn man dieses Muster beherrscht, kann man eine ganze Menge damit anfangen. Jetzt noch Tuch Nummer 3. Und ich sagte ja, das ist ein kleines bisschen aufwendiger zu stricken. Es hat 2 unterschiedliche Seiten. Es entwickelt sich von der Spitze her aber symmetrisch. Und ihr braucht eine dicke und eine dünne Stricknadel. Welcher Stärke? Das richtet sich natürlich ein bisschen nach eurer Wolle. Meine Wolle zum Beispiel ist ausgelegt für Nadel Nummer 5. Und für dieses Muster nehme ich dann eine Nadel Nummer 3. Und eine Nadel Nummer 7. Also eine dünnere und eine dickere. Die dünne Nadel an das eine Ende, die dicke Nadel an das andere. Wenn ihr jetzt nicht so ein Schraubsystem habt, kann man das auch mit 2 normalen Nadeln machen. Ihr schlagt mit der dickeren Nadel 5 Maschen an im Kreuzanschlag. 3, 4, 5. Und strickt jetzt eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Aber die rechten Maschen stecht ihr von hinten ein. Also die rechten Maschen werden verschränkt gestrickt. Nicht so, wie es normal wäre, sondern von hinten einstechen. Also eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts von hinten einstechen, eine Masche links
Eine Masche rechts. So, in dieser ersten Reihe habe ich jetzt noch nicht zugenommen, aber ab jetzt wird in jeder Reihe die erste und die letzte Masche verdoppelt. Also, die erste Masche verdoppeln, da muss man jetzt nicht auf das Einstechen achten, weil es geht ja gar nicht anders als von vorne. Und einmal von hinten, so hat man jetzt die Masche verdoppelt. Dann kommt eine rechte Masche, die wird wieder von hinten eingestochen, also verschränkt gestrickt. Dann eine linke Masche, ganz normal links. Eine rechte Masche verschränkt. Und die Randmasche wird verdoppelt. Einmal von vorne, einmal von hinten. Wenden. Die erste Masche wieder verdoppeln. Einmal von vorne. Einmal von hinten einstechen. Das hier ist jetzt eine rechte Masche. Was ich daran erkenne, dass die Folgemasche links ist, auf jeden Fall. Daher wird sie verschränkt eingestochen von hinten. Dann eine links, eine rechts verschränkt, eine links, eine rechts verschränkt. Und die letzte Masche verdoppeln. Mal von vorne, einmal von hinten. Ihr seht, es ist auch kein schwieriges Muster. Es strickt sich etwas langsamer durch die verschränkten rechten Maschen. Aber ist eine schöne Abwechslung und so schwer nicht. Auch dieses Tuch sieht toll aus in Verlaufsgarnen, wenn ihr ein bisschen Abwechslung haben möchtet in den Farben. Aber Uni geht genauso gut in knallig oder gedeckt. Das Tuch habe ich echt schon oft gestrickt. Und auch hier, wenn das Tuch groß genug ist oder eure Wolle ist auf, kettet ihr ab. Ich würde aber immer mit der dickeren Nadel abketten, damit die Abkettkante nicht so stramm wird. Und dann genau wie auch bei den anderen. Eine Masche stricken, eine zweite Masche stricken und überziehen. Den Faden immer schön lang rausziehen beim Stricken. Je dehnbarer die Abkettkante bleibt, desto schöner kann man das Tuch hinterher binden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr strickt eins der drei Tuchprojekte nach oder vielleicht auch alle drei. Wir sehen uns im nächsten Strickvideo. Ich freue mich über Kommentare oder auch wenn ihr Fragen habt. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!